Wenn die Erektion länger als 4 Stunden anhält, rufen Sie Ihren Arzt an. Hallo, Arztpraxis. Hey, Doc. Es sind schon 5 Stunden inzwischen. Mhm. Und immer noch hammerhart, Baby. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Hallo, hier ist Trip Tank. Ja, hallo. Ich bin reingekommen, als mein Sohn ihre Fernsehsendung gesehen hat. Und zwar mit heruntergelassener Hose. Okay. Mein Sohn hat da gesessen und hatte seine Intimzone wie einen Eisbecher dekoriert. Das ist nicht das Schlimmste, was er getan haben könnte. Er hatte 2 Kugeln Eiscreme in seinem Schoß, Schokoladen- und Karamellsoße, Schlagsahne und von der Banane will ich erst gar nicht reden. Bitte reden Sie nicht von der Banane. Sie lag direkt neben seinem Penis. Oh Mann. Und jetzt die Krönung. Eine Kirsche direkt auf der Spitze. Das kann nicht sein. Hä? Steve, ich habe auf dich gewartet. Woher weißt du meinen Namen? Ich habe dich beobachtet. Hab keine Angst. Lass mich dich verwöhnen. Ich sehne mich nach Berührung. Ah. Oh, warte. Es ist nicht sicher für mich. Ich beschütze dich. Hier drin kannst du atmen. Es ist sicher. Oh, okay. Was zum Teufel tust du da? Gary? Gott, hast du mich erschreckt! Wenn du diesen Helm abnimmst, bist du ein toter Mann! Ich wollte nicht... Hör zu, ich brauch das, okay? Gibst du uns bitte nur eine Minute? Uns? Steve, hier ist keiner! Dreh nicht durch, Mann! Das ist das Weltallfieber, es verursacht Halluzinationen! Aber... Hey, hör mir zu! Du halluzinierst, dein Blutdruck spielt vollkommen verrückt! Noch eine Minute länger und du wirst in einer Kiste zurück zur Basis fliegen! Aber sie sehnt sich doch nach mir! Komm schon, ich bringe dich zurück an Bord! Und da bleibst du, bis sich das gelegt hat und du wieder stabil bist. Ja, okay. Das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Oh. Was? Hä? Dieser Mistkerl! Ich wusste, sie war real! Gary, du mieses Schwein, du! Ich habe sie zuerst gesehen! Ja. 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 Ja, jetzt sind wir im Rhythmus. Ja, das sind wir. Oh, 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 wir beide. Ha, 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 ha. Arschlochhühnchen in Arschlochhühnchen schüttelt eine Schwanzfeder. Alles klar, Gentlemen. Jetzt nehmt eure Hände aus den Taschen und packt den Damen ein paar Scheine zwischen die Beine. Willkommen auf der Hauptbühne. Unsere höchst bezaubernde Zimtstern. Gen, da gibt's besser. Komm schon, Babe. Tu mal ein bisschen Benzin in die Tanzmaschine. Oh, ich sage nur 2 linke Füße. Als ob sie Hufe hätten. Hey, pass auf! Du hast tatsächlich Hufe und tanzt höllisch besser als das. Oh, was gucke ich mir hier nur an? Weißt du, das macht mich einfach nur traurig. Das ist der Striptease. Die höchste aller Tanzkünste. Der Tanz der Göttinnen. Der Striptease sollte sinnlich und erregend sein. Du tanzt so, als ob dir jemand gesagt hätte, dass deine Tante gestorben sei. Ihr wisst schon, dass ich euch hören kann, oder? Oh ja? Na gratuliere, wenn du nur die Musik hören könntest, dann würdest du vielleicht einsehen, dass du nicht im Entferntesten im Takt bist, Schwester. Denkst du, das ist leicht? Warum kommst du nicht hier rauf und versuchst oh es? Oh Gott, das hast du jetzt davon. Lass dir mal von einem Profi zeigen, wie das geht. 1, 2, 3 und Arsch, da kommt der Hüftschwung. Kannst du das hören, Paprika? Ich heiße Zimtstern. Oh nein, das Recht auf den Namen Zimtstern muss man sich auf meiner Bühne erst verdienen, Schätzchen. Ich muss Sie bitten, sofort von der Bühne zu kommen. Jetzt. Wissen Sie, nicht jede Situation erfordert Gewalt, Sie Neandertaler. Passen Sie auf, dass Sie nicht ausflippen. Lass ihn los, Gary, er ist ganz hilfreich. Du hast verdammt recht, ich helfe dir. Jetzt schüttel deinen Arsch. Siehst du, jetzt haben wir Ihre Aufmerksamkeit. Komm schon, schüttel ihn. Gut so. Danke, Kackstiefel. Aber vergesst nicht, meinen Zimtstern hier ein bisschen finanzielle Liebe zu zeigen. Ganz recht, Zimtstern. Du hast es dir verdient. $0,25? Wie wär's, wenn ich dir 1/4 von meinem Fuß in den Arsch stecke, Geizkragen? Oh, du willst ein Stück Hühnchen, hä? Bist ja ein ganz harter. Nimm deine gottverdammten Quanten von meiner Bühne. Oh. Hallo, Lulatsch.
Als erstes müssen Sie... Oh mein Gott, Steve, du wirst es nicht glauben, Mann. In einer Million Jahren nicht. Also, Moment bitte. Was ist denn Roy? Buck LaFontaine kommt heute, um beim Trip-Tank-Sketch Regie zu führen. Was? Buck LaFontaine? Er ist mein liebster Trip-Tank-Regisseur aller Zeiten. Ich bin mit seinen Sketchen aufgewachsen. Ja, ich auch, Mann. Er hat die ganzen Klassiker gedreht. Robot-Vagina-Tron. Und den mit dem Koch, der nicht aufhören kann zu furzen. Scheiße, ja, Mann. Bon Appetit. Weißt du noch, Sammy, das nusshungrige Eichhörnchen? Ob ich mich erinnere? Leck meine Nüsse! Leck meine Nüsse! Leck meine Nüsse! Leck meine Nüsse! Oh, leise! Meine... Hier kommt Ashley. Leute, habt ihr gehört? Buck LaFontaine kommt heute zu uns hierher. Leck meine Nüsse! Leck meine Nüsse! Leck meine Nüsse! Und Sir, Sie sollten wissen, ich bin jemand, der immer 100% gibt. Beeindruckend. Aber wir suchen jemanden, der 110% gibt. Tja, aber wenn 100% die maximal mögliche Leistung sind, was bedeuten 10% mehr dann überhaupt? Es klingt besser. Es klingt besser. Okay, ich bin jemand, der immer 110% gibt. Nein. Sie haben schon gesagt, Sie sind einer von den 100%-Typen. Okay, nun ja, ich wollte nicht gleich damit rausplatzen. Aber ich gebe Ihnen 120%. 120? Ha, das ist lächerlich. Das ist gar nicht möglich. Na schön, was ist, wenn ich Ihnen, sagen wir, 112% gebe? 112. 112%. Willkommen an Bord! Schon seit ich ein Junge war, wollte ich 4 Ehefrauen. Oh, du Luder! Vorsicht, Mädchen, hebt das für mich auf! Ich werde auf den niemals endenden Bumszug aufspringen. Beckenstoß mal 4! Polygamy, Schmoligamy. Ist das ein Haar? Das sind alles Spenden. Nein, Veronica, du siehst nicht dick aus. Nein, Tammy, deine Nase sieht nicht zu groß aus. Nein, Sarah, deine Brüste sind nicht zu klein. Oh, du. Die nächste. Au! Was ist da drin? Okay, wer ist noch nicht gekommen? Hä? Buck LaFontaine hat seit 20 Jahren nichts mehr für Trip Tank gedreht. Warum kommt er jetzt zurück? Es ist für einen guten Zweck, Mann. Alle Gewinne aus dem Sketch kommen einem örtlichen Waisenhaus zugute oder so ein Scheiß. Oh, das ist toll! Moment. Gewinne? Wie soll das funktionieren? Ich habe nicht das Gefühl, dass es hier was zu gewinnen gibt. Bitte hier entlang, Mr. LaFontaine. Das weckt Erinnerungen. Als ich zuletzt hier war, habe ich Lou Diamond Phillips eine Windel tragen und ein Dutzend lebende Goldfische essen lassen. Phillips. Er spricht von Gogo Gaga Goldfischkübler. Oh, das ist mein Lieblingssketch. Damals haben wir diese Lobby nur zum Opiumrauchen genutzt und um Flaschenraketen aus unseren Arschritzen zu schießen. Eine Menge Leute haben sich verbrannt. Oh mein Gott! Buck LaFontaine! Könnt ihr Idioten mal leise sein? Buck versucht hier drin zu arbeiten. Buck LaFontaine! Aber ich habe gar kein Kleid. Einladung zum königlichen Ball in festlicher Kleidung. Ich bin hier, um dich zum Ball zu begleiten, Cinderella. Sind deine Stiefschwestern zu Hause? Egal welche. Naja, du weißt schon, die mit der Warze auf der Nase. Hat sie heute Abend schon was vor? Äh,
Ja, das Übliche. Alles klar, Johnny. Blue Hawaii, zwei Sonnenschirme, kommt sofort. Wow, wer ist das? Johnny Bahama. Das ist der chilligste Typ zwischen Key West und Kokomo, Mann. Niemand ist mehr Beach als Johnny Bahama. Niemand. Was ist mit dem? Der scheint auch ziemlich Beach zu sein. Mach dich auf was gefasst, Bruder. Jetzt gibt es ein Beach Battle. Hey, Sandy. Rum und Ananas hängt hin. Drei Sonnenschirme. Na, sieh einer an. Daytona Jack. Lange her. Aloha. Ja, ich war unten in Aruba. War eine Woche am Strand. Ich liebe den Strand. Ich war gerade einen Monat in Puerto Rico. Der Strand da ist echt sagenhaft. Tja, Aruba war sozusagen mein Vorurlaub. Im August fliege ich nach Cancun. Für 6 Jahre. Malo. Weißt du, ich wurde in Cancun am Strand geboren. Bei Senior Snails gab es 2 Margaritas für den Preis von einem. Und meine Mutter wollte den Wet-T-Shirt-Contest nicht verlassen, um ins Krankenhaus zu fahren. Margaritas, das erinnert mich an das erste Mal, als ich Jimmy Buffett getroffen habe. Weißt du, was er mir gesagt hat, Mann? Das Leben ist ein Strand. Er ist ein weißer Mann. Ich war mit ihm Boogieboarding in Panama City. Er hat mir einen seiner Flipflops geschenkt. Ja, also ich hab Frankie Avalons echten Fuß. Du denkst, du bist mehr Strand als ich, Alter. Ey, Mann, wenn die Aquasocke passt. Sandy, streich den Hang Ten. Gib mir eine leere Kokosnussschale voller Cocktailschirmchen. Oh, du denkst, das ist Strand? Sandy, gib mir einen Sandeimer voller Bräunungsöl. Du willst übers Bräunen reden? Ich bin sogar da, Brauner, wo mein Hemd war. Du willst über Hemden reden? Ich trage ein klitzekleines Hawaii-Hemd an meinen Eiern. Bam! Nicht übel, Johnny, aber es gibt eine Sache, die du wissen solltest. Ganz recht. Ich scheiße lebende Einsiedlerkrebse. Alter, wie? Ich bin der Strand. So ein Schwachsinn. Nein! Vater, räche mich! Ich komme so! Huma, 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 da kommt euch mehr! Ja, ich schätze, der Kerl ist ziemlich Beach. Oh. Oh je, was hast du denn jetzt wieder angerichtet? Sieht aus, als hätte ich wohl ein paar Haltestellen früher aus dem Bumszug aussteigen sollen. Tutu! Hab ich recht, Ladies? Holigami Schmoligami wird von einem Live-Publikum im Studio aufgenommen. Für Eintrittskarten wählen Sie 1-800 zu viele Ehefrauen. Oh mein Gott, Steve! Oh mein Gott, Steve, ich war gerade pinkeln, direkt neben dem Meister selbst. Oh mein Gott, das ist ja Wahnsinn. Hast du ihn gesehen? Nein, aber ich habe einen Schatten gesehen. Er sah aus wie ein gottverdammter Brontosaurus. Wow. Entschuldigen Sie, Mr. LaFontaine, was wollen Sie denn zum Mittagessen? Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte über Mittagessen, Junge. Also, ich war in Thailand und drehte mit Rebecca de Mornay. Also damals musste man, wenn man etwas nach Südasien schmuggeln wollte, es sich direkt, pup, in den Hintern schieben. Und da war ich, stand direkt vor Buck LaFontaine, während er mir eine seiner legendären Hollywood-Geschichten erzählte. Damals wusste ich es noch nicht. Aber jetzt kann ich mit Sicherheit sagen, das war der beste Tag meines Lebens. Ich hatte keine Ahnung, dass diese Mariachis meinen Fallschirm durch einen Stapel King James Bibeln ersetzt hatten. Bis ich merkte, dass ein Hosenschlitz offen stand. Und in dem Moment musste ich eine blitzschnelle Entscheidung treffen. Eine Entscheidung, die den Kurs meines Lebens für immer verändern würde. 4 verschiedene Arten von Mayonnaise, wenn Sie das glauben können. Verzeihung, Mr. LaFontaine, ich glaube, Sie haben aus Versehen Ihren Hosenschlitz offen gelassen. Das ist kein Versehen, Junge. Ich habe die Reißverschlüsse aus all meinen Hosen entfernen lassen. Spart mir mindestens 1/2 Stunde am Tag. Wow. Verdammt, daran habe ich nie gedacht. Das ist genial. Also kann ich Ihnen irgendwas zu essen holen? Nichts für mich, Junge. Ich esse Muschi zu Mittag. Scheiße, ja!
Also, ich habe mir überlegt, wenn ich meine Kosmetikausbildung mache, dann kann ich anfangen. Oh, das ist mein Song. Woo! Oh, yeah, das ist mein Jam. Lasst es mal regnen, ihr einsamen Idioten. So, William von Barry. Ihr alter Bock, was führt euch zum Turm des Dragos? Dasselbe wie euch. Ich werde Dragos töten. Naja, dem Reich Frieden bringen. Was ist mit euch? Wie laufen eure Aufträge? Ziemlich gut. Ich habe einen Zauberer getötet und eine Chimäre gebombt. Alle Achtung, ich habe einem Kraken eingeblasen. Das ist ja grandios. Auf drei. Eins, zwei, drei. Ihr mieses Arschloch. Oh, Scheiße! Hey, Dragos! Autsch, verdammter Mist. Oh, tut mir leid, ich musste es tun. Hey, kein Thema, Kollege. Ich wusste immer, dass ich durch Verrat sterben würde. Nun, das Königreich ist gesichert. Ich schätze, ihr könnt jetzt zu eurer Familie heimkehren. Es gibt nichts mehr abzuschlachten. Oh, shit. Ich meine, juhu. Oh, meine Familie. Mama zu Hause! Ist das wahr? Du bist einem Zauberer in den Po gekrabbelt und hast ihn gesprengt. Das sind doch nur Legenden. Ich habe viele Legenden gehört, seit du weg warst, Ian. Hauptsächlich handeln sie davon, wie du scheußliche Kreaturen und Elfen vögelst. Ich hatte niemals Sex mit einem Elf während dieses Einsatzes. Hör zu, Sandra Baby. Ich weiß, ich war selten zu Hause, aber das Königreich ist nun sicher. Wir können neu anfangen. Wirklich? Du wirst plötzlich ein Familienmensch sein? Ein Vater? Ein Ehemann ohne Nebenkreaturen? Für uns sorgen, den ganzen Tag hier sein? Jeden Tag? Ich hab Geschenke mitgebracht. Ja. Für Mathilda, die Flügel einer Harpie. Kann ich damit fliegen? Nein, es sind nur tote, abgeschnittene Flügel. Und für Connor und Jack haben wir Koboldschwerter. Ist es in mir? Mein Penis. Großartig, Ian. Sehr verantwortungsvoll. Unseren Kindern Waffen schenken, ja? Ehrlich, und was hast du mir mitgebracht? Noch ein hungriges Maul mehr? Ein Nacktbild von einem Eulenbär, mit dem du fremd gehst? Oder dasselbe, was du mir immer mitbringst? Geschlechtskrankheiten und ansonsten gar nichts! Natürlich habe ich dir etwas mitgebracht. Jetzt sei doch nicht so. Schau, ich schenk dir, das hier. Ein Medusenhaupt? Was zur Hölle soll ich mit... Oh, nicht hinsehen, nicht hinsehen. Wow, upsie, nicht hinsehen. Ich muss es wieder in den Sack tun. Nicht hinsehen, nicht hinsehen. Nein, nein, was habe ich getan? Ich ziehe dann mal aus, um meine Familie zu retten. Sie wurden alle zu Stein verwandelt. Keine Ahnung, wie das passiert ist. Hallo, Trip Tank. Hallo, Steven. Hier ist der Sender vor Stadt. Oh, was kann ich für Sie tun? Ich wollte Ihnen nur sagen, dass alle begeistert sind von der Arbeit, die Sie da unten machen. Also muss niemand sterben. Sagten Sie, sterben? Trip Tank ist lustig und spaßig. Bestrafung und Vivisektion sind vollkommen unnötig im Moment. Oh, das ist toll. Also machen Sie weiter so, Steve. Und versuchen Sie nicht an die schrecklichen Konsequenzen für diejenigen zu denken, die versagen. Ich meine, auf Wiederhören. Okay, bye-bye. Bye-bye? Warum habe ich denn bye-bye gesagt? Wer sagt denn bye-bye? Gott, Steve, du bist ein Idiot! Hey, was geht da drin vor? Oh mein Gott, es ist eine totale Katastrophe. Buck hat den Verstand verloren. Er ist voll neben der Spur. Er dachte, die Kamera wäre eine Kaffeemaschine, Mann. Er hat das Mikrofon durch eine lebende Schlange ersetzt. Er lässt den Key Grip den Job vom Dolly Grip machen. Was? Das ist doch Irrsinn! Jungs, ich weiß nicht. Vielleicht ist Buck nicht mehr der Regisseur, der er mal war. Mann, wenn dieser Sketch nicht der beste wird, den er je gemacht hat, werden sie dieses Waisenhaus dicht machen. Wartet, was? Nochmal, es scheint einfach, als wäre dieses Drehbuch irgendwie... Oh, das ist übel. Leute, ich bin wirklich nervös wegen dieser Vorführung. Denkt dran, wenn dieser Sketch nicht großartig wird, können die armen Waisenkinder einpacken. Das wäre so verdammt jammerschade. Jammerschade! Könnte einer von euch bitte erklären, Schritt für Schritt, wie ein Trip Tank Sketch sich auf ein Waisenhaus auswirken könnte? Film ab! Butler Fontaine präsentiert das Hummergericht. Führt den Verurteilten vor! Oh. Oh. Groß
Schere. Bevor ich Ihr Urteil verlese, muss ich zu Protokoll geben, dass ich mir angesichts der grausigen Darstellung von Verstümmelungen und Kannibalismus in diesem Verfahren der pylorische Magen von innen nach außen gestülpt hat. Sie sind ein Monster! Ich bin ein Monster. Ein Monster, das ihr brauchtet, um aus eurem Wahn, den ihr Gesellschaft nennt, aufzuwachen. Das einzige Verbrechen, das wir in dieser großen Lüge begehen, heißt Ordnung. Die Ordnung ist ein Sklave des Chaos und ich bin dessen Prophet. Eure Gesetze sind Verbrechen, ihr seid alle schuld. Genug! Grauschere, ich verurteile Sie hiermit zum Tode. Die Vollstreckung hat sofort durchgeführt zu werden. Deswegen werden ihresgleichen immer brennen, Grauschere. Gesetze sind eine Übereinkunft. Ah! Wer redet denn da? Nein. Bitte! Ah, warum? Süßes Vergessen, ich komme. Ich liebe es! Ich liebe es! Wundervoll! Tour de force! Buck LaFontaine ist wieder ganz oben! Das Waisenhaus ist gerettet! Also wo ist mein Mittagessen? Ich habe es, Buck. Der Striptease sollte sinnlich und erregend sein. Du tanzt so, als hättest du einen Klumpen Scheiße im Schuh oder sowas. Der Tanz von dir sieht aus, als hättest du gerade eine Fuß-OP gehabt. So sieht der Tanz aus, den man macht, wenn man gerade gemerkt hat, dass man sich in die Hose geschissen hat.